Heute beim Restart auf P1. Es lief noch ganz gut. Jetzt auf P10. Woran liegt's? Ja, es waren sehr schwierige Bedingungen heute Morgen auch, ähnlich wie wir gestern Abend aufgehört haben. Wir haben scheinbar nicht die richtige Weihreifenwahl getroffen. Wir hatten ziemliche Probleme, sind am Anfang zurückgefallen. Jetzt wird es wieder trocken. Ich denke, da können wir wieder ein bisschen aufholen. Mal sehen, wie weit wir noch vorkommen. Was haben Sie denn vor für Ihren nächsten Stint? Ja, also jetzt momentan sind wir auf Slicks draußen. Die Strecke ist wieder trocken und ich denke, da ist unser Auto auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das haben wir gestern gesehen im ersten Renndrittel. Und von daher hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen nach vorne kommen. Mit ein bisschen Glück vielleicht die Top 5 noch möglich. Mal sehen. Ja, Sie haben es angesprochen, Top 5 ist schon nicht schlecht. Was war denn so Ihr Ziel? Was haben Sie sich denn von Anfang an ausgemalt? Gut, wir hatten eigentlich gesagt, wenn wir in die Top 10 kommen, sind wir schon sehr glücklich. Wir sind momentan in den Top 10, also von daher Ziel erreicht, aber natürlich wollen wir uns noch verbessern, ganz klar. Also Top 5 wäre schon schön. Podium ist, glaube ich, nicht mehr drin, da haben wir einfach zu viel Zeit verloren.